Wir sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Was haben wir heute für euch? Heute haben wir Starlight, presented by Paul Harris von Chris Perotta. Ja, was ist Starlight? Starlight ist ein Effekt, in dem eine Spielkarte ausgesucht wird und dann wird eine andere Spielkarte genommen. Ein Zuschauer nimmt sein Handy, macht sein LED-Flashlicht an, die Karte wird über das Handylicht gehalten, es scheint ein Punkt durch. Der Punkt beginnt sich zu bewegen, wandert über die Karte und gibt ein Symbol oder gibt zwei Dinge frei, genau, ein Symbol und halt also Namen und Herz zum Beispiel und 8 oder wie auch immer. Es geht auch mit Initialien, Vor- und Nachname, jeweils die erste Buchstabe, also es sind immer zwei Dinge, die sind variierbar, anpassbar. Genau, das ist eigentlich der Effekt, grob gesagt. Man braucht ein Handylicht, das sollte in jeder Performance-Situation mittlerweile zu finden sein, wenn man nicht vielleicht im Seniorenkreis irgendwo auftritt. Es gibt es nur in rotem Rider-Deck. Rider-Bicycle. Ihr kriegt einen DVD und Link. Genau, ihr bekommt DVD-Link, kann man sich auch runterladen, wenn man möchte. Es wird alles schön erklärt. Das ist ein entsprechender Gimmick dazu, da ist wieder Achtung, Vorsicht, auch gepasst. Ihr solltet den Link anschauen. Exakt. Das sieht ziemlich haarsträubend aus, wenn man das aufmacht. Also denkt man sich, oh Gott. Aber es ist recht clever gemacht, es sieht schön aus. Man sieht keine Bewegung der Finger, also es sieht wirklich nach pure Zauberei aus. Die Karte halten und auf einmal bewegt sich das Licht trotzdem. Genau, die Karte ist natürlich ein Gimmick und kann nicht rausgegeben werden und auch kann nur einseitig besichtigt werden, kann man vielleicht so sagen. Ja. Nee, es ist so gesehen vielleicht, ja, das sieht schön aus. Es ist bei Kamera, also ich habe es nicht geschafft, bei die Live-Performance so auf Kamera zu kriegen, dass man es herzeigen könnte. Beziehungsweise man sieht es einfach nicht. Das ist so. Man sollte vielleicht auch dazu sagen, Die Box muss gegimmickt sein, wenn man den Cleanup verwenden will. Die ist aber jetzt nicht drastisch, sondern nein, und natürlich ein Kartendeck muss man auch haben und muss ein bisschen vorbereitet sein. Die Gimmick muss da drin. Was man vielleicht auch sagen sollte, ist, ihr müsst halt eben eigentlich schon das mit einer forcierten Karte machen. Ja, im Trailer sagen sie es zwar mit Initialen, aber das, die Vorbereitung vorher und ein bisschen Pre-Show, soweit man das sagen kann, ist dann nötig für diese Initialeffekt. Also das ist jetzt also ihr könnt dann nicht die ganzen Buchstaben, wie ihr sie braucht. Braucht Vorbereitung. Ja, Katze. auf jeden Fall. Nee, wenn wir den Initialeffekt mal außen vor lassen, ihr könnt auch keine Katze erscheinen lassen, ist leider auch nicht mit drin. Nee. Ja, wenn man den Effekt, es bleibt, finde ich für mich bei diesem Karte-Aussuchen-Karte-Finden-Plot, den ich schon ausreichend behandelt finde von Hunderttausenden von Produkten. Das war es auch mit dem besten Teil dieser Review, und zwar die Katze, denn mir gefällt es nämlich auch nicht. Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon, ich habe es performt, habe gesagt, ja, ich probiere es mal aus bei recht chilligen Leuten, aber ich weiß nicht. Im Endeffekt ist es halt ein Review von einer Karte. Ja, genau, also und das Initialen ist nicht so einfach zu bewerkstelligen. Ich halte es für etwas unpraktisch. Das ist eigentlich, ich halte es für unpraktisch. Wenn man es unbedingt machen will, weil einem das super gefällt oder in seinen Act passt, go for it. Aber ich finde es unpraktisch über den Effekt. Deswegen? Ja, von mir bleiben wir mal bei 3,5 Punkten. Ja. Weil es sieht schön aus, aber das ist auch schon alles. Ich gebe Ihnen 2 Punkte, weil ich könnte jetzt auch nicht sehen, dass ich es mache. Und ich denke auch, dass die Leute doch schon eine Idee haben. Sie wissen vielleicht nicht hundertprozentig, wie es geht, aber sie sagen, kann ich mal? Und du, nee. Ja, der Cleanup würde ich auch behaupten, ob man damit durchkommt. Ich habe es nicht probiert, deswegen kann ich sagen, aber selbst der ist ein bisschen, diesem Sinn, das war's zu Starlight. Kommen wir nun zum zweiten Produkt. Joe, was... Apropos... Joe. Ja? Du hast Kopfhörer. Oh ja, ich muss erst nochmal rausmachen. Boah, die sehen auch recht teuer aus. Das heißt, du hast bestimmt auch Geld. Nee, ist von Apple. Geld. Also, auf Überleitung. Piep. 50 Euro. Super, echt? Heieiei. Okay, und zwar werde ich was probieren mit dem Klinkestecker von dem Ding. Klinkestecker? Okay, darf ich mal den Geld schon mal ausleihen? Na klar, ich habe davon noch mehr. Okay, und zwar 1, 2. Und ihr seht, der Klinkestecker ist einmal durch den Geldschein weg. Aber keine Angst. Denn ich kann ihn zur Bank zurückbringen. Wenn Geldscheine echt sind, dann... Und hier sind natürlich auch deine komplett von mir und dir ausgeliehenen Kopfhörer. Die sind tatsächlich meine. Ja, genau. Ja. Gut, das ist, wo haben wir das Produkt dazu? Ja, Ripcord.
Von Tom Elderfield und Ollie Smith. Einem sehr, sehr jungen Creator. Und wie David Blaine, oder wer hat es gesagt, es ist sehr erstaunlich zu sehen, was so junge Leute kreieren können. Das kann man auch so, denke ich mal, unterschreiben. Mhm. Es ist halt so was sehr Richtiges, so was in diese Callum Rally, der coole Zauberer-Linie geht. Casual. Ja, so der junge Zauberer, der unterwegs ist, das ist er ja auch. Nee, es ist sehr cool. Es ist noch ein Effekt dabei. Ah, das ist noch ein Effekt, bevor wir den vergessen. So, einmal. Und zwar, die ganz klassischen Apple Earpods haben ja immer diese Volume Bar. Oder die kenne ich. Ja. Die kennst du, oder? Ja. Und man hatte die immer so im Ohr und hört Musik, wie Joe vorhin. Und dann kann man fühlen, dass man an die Volume Bar manchmal mit dem Mund hinkommt. Oh ja, ständig. Und es kann auch von die Volume Bar mal kommen. Klar, ist ja von Apple. Deswegen ist das natürlich auch essbar. Verschluckt und dann spuckt man sie einfach wieder drauf, so als kleiner Tipp. Hm. Ja, das sind so die zwei Haupteffekte, die es bei Ripcord gibt. Wenn du Zuschauer wärst, dürftest du das jetzt nicht untersuchen. Das gleich soweit. Also ihr bekommt, was bekommt ihr? Ihr bekommt eine Earpod, absolut gleich aus den Apple Earpod Verpackung, ohne Apple Logo natürlich. Und Kopfhörer dazu, die nicht funktionieren, mit denen ihr keine Musik hören könnt natürlich, die gegimmickt sind und diesen Effekt möglich machen mit diesem und noch ein paar Variationen davon. Da ist relativ viel dabei, viele coole Ideen von... Wobei man dazu natürlich noch sagen muss, das mit dem Geldschein, also Klinke durch Geldschein geht mit einem geliehenen. Richtig, es sollte weiß sein, also es geht natürlich auch mit dem, ist natürlich nicht zu empfehlen, weil es... dann ihr das nicht untersuchen lassen könnt. Also die Effekte sind beide für sich gut, aber nicht kombinierbar. Das ist so mein größtes Problem mit der ganzen Geschichte, weil ein, und es ist glaube ich auch kein wirklicher Wobei, man braucht einen Switch von den Dingern. Und das was mir vielleicht einfallen könnte, das ist mir so gerade erst eingefallen, ihr könntet mit euren Sachen anfangen. Wenn einer sagt, kannst du es auch mit meinem? Dann sagst du, oh cool, darf ich machen, kannst du mir auch noch Geld stellen? Nein. Und dann zack, macht ihr den das hier und drehst du also, und so müsstet ihr halt eben nicht dahin switchen, sondern ihr switcht quasi zu einem ungegimmickten. Das könntet ihr im machen. Im Vergleich zu einem Sharpie Through Bill und Mislab oder was hatten wir noch mit Ignition. Der Vorteil, dass beides ausgeliehen sein kann. Es geht, wenn man den Effekt für sich betrachtet, hat man geliehene Kopfhörer. Ein geliehenen Geldschein haut das durch. Das macht einen ultra cleanen Effekt aus. Also das auf jeden Fall... erwähnenswert. Genau, was haben wir sonst noch an Schlüsselinfos mit dabei? Ja gut, es sind ein paar, ich meine, es sind viele Ideen dabei. Er hat auch einen Effekt, wo er eine Volume Bar erscheinen lässt und wieder weglässt. Ja, ist ein bisschen... Den fand ich voll bescheuert. Es tut mir leid, Tom, aber alles andere ist geil. Wo ich das gesehen habe, ich dachte mir, okay, wir kriegen hier Apple-Dinger. Ich hab erst die DVD angucken müssen und hieß es, ja hier, der könnte das machen. Ich so, Das ist eben richtig ähnlich aus. Echt aus. Und es sind auch ein paar Bastelanregungen mit dabei, was man sich an Gimmicks noch bauen kann. Also es ist wirklich so, es behandelt so das ganze Thema Kopfhörer. Das hat aber überwiegend Höhen recht als gut Stativ. Und ist schon cool. Und ich finde auch die Gimmicks, die man für den Preis bekommt, ich meine Geldschein oder halt Durchdringungseffekte so für Geldscheine sind auch immer relativ teuer. Also da liegt es eigentlich relativ gut. Man kriegt viel. Finde ich eine schöne Sache. Und also wenn ihr eh immer mit, also für, ich glaube für Schüler wäre es echt super, wenn ihr immer so das und ihr habt eh Kopfhörer. Es wirkt absolut casual für Street Magic, wenn man wirklich so unterwegs ist. Also perfekt. Ich kann es, ist eine schöne Sache. Für Kopfhörer, von Kopfhörerzauberei das Schönste, was ich bisher gesehen habe. Absolut zu empfehlen, komme ich gleich zu Bewertung. Was du, glaube ich, noch gesagt hast, dass die Videos ein bisschen schlechten Fokus haben. Die Videos haben ein bisschen schlechten Fokus. Illusionist-Videos, Download, da hatten wir schon mal bei Illusionist. Ja. Das weiß auch nicht, warum da keiner mehr drüber schaut. Aber und Live-Performance sind auch keine. Man kriegt aber trotzdem alles mit. Live-Performance hat jetzt auch keine dabei, aber ich habe es live probiert, bei der Bar und so hin und wieder mal, also es geht. Ja. In dem Sinn von mir, auch 8 Punkte, das Schönste an... Ja, es ist, man kann es nicht kombinieren. Mein größtes Problem, die Effekte lassen sich nicht kombinieren, außer vielleicht mit der Idee von Joe. Deswegen bleibt es bei 8 Punkten. Ich gebe dem Ganzen mal 7 Punkte, einfach nur, weil ich tatsächlich sehr überrascht war, wie gut die eigentlich verarbeitet sind. Und ich meine, wenn ihr eben immer mit Kopfhörern unterwegs seid und dann mal so, hey, du bist doch der Zauberer, kannst du mal was machen? Ich mag diese Impromptu-Dinger, das wisst ihr. Und wenn es eh schon so nicht gegimmickt aussieht, aber obwohl es schon voll hochgegimmickt ist. Ja, man kann halt nicht Musik hören. Genau. Nein, in diesem Sinne. Das war Ripcord. Das war's dann auch schon wieder mit mehr und weniger Musik in meinen Ohren. Beziehungsweise mit der Andrew Magic Review für diese Woche. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was euch von den beiden Sachen besser gefallen hat. Auf jeden Fall Feedback, was euch besser gefallen hat. Ganz ein neuer Hintergrund, also haben wir euch ja gar nicht gefragt. Ja, war vor 5 Folgen in den Wochen. Aber wir fragen auch seit 5 Wochen dasselbe. Genau, wie gefällt euch der Hintergrund? in diesem Sinne, bleibt magisch.